Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Jetzt habe ich es. Odyssey. Ja, wir sind hier in Athen, weil eigentlich unsere Hauptquest uns hierher führte, nämlich hier Willkommen in Athen, ist aber eine für Stufe 15 Quest. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten ein bisschen Nebensachen machen. Ja. Von Pefki zu muss eigentlich sein. Okay. Ein paar Nebenaktionen machen. Und ich würde persönlich, das interessiert mich jetzt nämlich, einfach mal hier zurück nach Dings. Einfach hier zurück mal nach in die Heimat. Nach Kelef oder wie die da hieß. Ne? Einfach in die Heimat kurz zurück, weil es hieß ja, dass hier die Krankheit ausgebrochen ist. Ne? Dass ne, in dem Sinne die Krankheit aus dem Dings rausgebrochen ist. Und ist dementsprechend wirklich mal interessant zu wissen. Ne? Ob das denn so stimmt oder beziehungsweise inwiefern das soweit stimmen kann, ne? Wie, wir könnten mal gucken zu Marcos. Ne? Oder wir gehen einfach mal in die Stadt Sami. Wir schauen mal in die Stadt rein. Glaube ich mal, ist am ehesten. Ei. Kefalenia. Kefalenia, stimmt. So hieß die es. Ich bin mal gespannt. Ganz doof gespannt. Diese Todessprünge, da kriegt man voll Angst, dass er wirklich. Ne, dass da wirklich jetzt. Aber mich würde es einfach mal interessieren. Ja, ich meine mal, hier sind wir ja in Kefalenia. Senni. Ach du Scheiße. Also ein bisschen ordentlich Blut. Interessiert halt wirklich, ne? Weniger los, oder? Tatsächlich, hier ist auch was gebrannt. Hier sind auch Häuser zerstört. Weiß nur nicht, ob die vorher schon zerstört waren oder ob die jetzt erst zerstört wurden. Wir gehen mal hoch zu Marcos. Weil, ne, Marcos Wein. Da müsste ich ja eventuell eine Antwort sehen. Ne? Weil es mich halt interessiert. Bleib stehen. Ja! Hier oben war, ne? Hier oben irgendwo Ella. war. Tatsache. Sieht hier ein Na bisschen los. anders aus. Sieht hier tatsächlich anders aus.
keiner gesehen. Alter Schwede. Sieht hier, ja, auf jeden Fall anders aus. Wenn man mal die Weinreben hier sieht, man auch, sind auch schon alle relativ eingegangen. Finde ich interessant, dass sie daran auch an sowas auch denken. Es sei denn, natürlich, ich bild mir das jetzt gerade nur ein, aber, ne? Interessant. Muss ich sagen, interessant. Ja, ich wollte eigentlich nur einen kurzen Abstecher einmal hier noch in die Stadt nochmal machen. Um mal zu gucken, ob das wirklich so ist, dass da jetzt der Spaß ist. Aber anscheinend ja. Ne? Okay, dann wollen wir mal rüber nach... Hier nach Megaris. Denn hier in Megaris haben wir, ne, hier spartanische Herrschaft, das ist okay. Und ich habe mich nebenbei mal entschieden, einfach die Quests zu machen, die ich machen kann, beziehungsweise will. Ne, das heißt ja, Schnellreise. Zum Beispiel der blinde König und so kommt ja auch noch. Je nachdem. Was war das? Ah, Leonidas. Der mit den mit seinen 300 an der Thermophilen, an den Thermophilen kämpfte, war das beste Beispiel für den Heldenmut und die Opferbereitschaft der freien griechischen Welt. Ja, stimmt, ne? War halt Spartian. Das ist Sparta und so, ne? Ich find's aber geil, ne? Dass sie da wirklich Leonidas mit den 300 mit reingenommen haben. Ne, weil, ne, Sparta, Griechenland gehört ja in dem Sinne zusammen, ne? Und auch, dass man zum Beispiel den Spartiatentritt hat. Also, das ist Sparta, klack. Das feiere ich immer noch. Ist geil. So. Ich weiß, hier in der Nähe ist diese Quest mit dem Dings, aber würde ich jetzt an sich erstmal nicht machen wollen. Ich würde erstmal die Quest da oben annehmen und dann gucke ich mir mal, dass ich den Hafen da mal ein bisschen befreit kriege. Ne? Yep. Ich meine, mal klar, wird das ein bisschen nervig sein, aber naja, komm. Zack. Oh, ich glaube, das ist eine Lederei. Also, ne, die sorgen fürs Leder. Na, guten Tag. Was hier los, hä? Was los, meine Freunde? Was ist hier los? Also ich werde jetzt neben Quest erstmal machen. Ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Hör auf zu jammern, das klingt furchtbar. Ich habe ganz vergessen, wie schön du bist. Oh. Na komm. Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen.
Ja. Wollen wir uns noch, ne? Ich kann dich stundenlang ablenken. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Ernsthaft? Du kommst direkt zur Sache. Ernsthaft? Das ich werde dir geht? Zeigen, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du interessant. Willst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen? Ich find's mal interessant, dass sie das mit reingenommen haben. Das war nämlich so eine kleine, ja, Dingsanspielung, ne? Also, IU, sag ich nur. Und ich find's witzig, weil zuletzt habe ich das in The Witcher 3, ne, mitbekommen, wegen... wo es halt dementsprechend in so einem Videospiel hier mit eingebaut war. Finde ich witzig. Ich kann dir keine helfen. Sorge, ich helfe gerne. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du sie nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Kann ich verstehen. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land hier dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Ja, stimmt. Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Stimmt. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir verfolgen die Quest natürlich, weil ich bin ganz ehrlich, das ist interessant, dass man sich sozusagen an die mit ran machen kann, ne? Na gut, da. Dass man sich die, da ein bisschen so an sie ranmachen kann, das finde ich witzig. Ja, ja. Hey. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Nebenbei kann ich mal hier schon mal... Werde ich ja eh gleich noch reingehen. Hallöchen, da ist nebenbei auch der... Dings. Aber ich, wie gesagt, ich gehe erstmal in die. Erstmal die Kräuter und so holen. Zack. Damit haben wir schon mal die Kräuter. Dann rennen wir schnell rüber zur Mixtur. Holen. Flup. Megaris. Stadt der Schweine. Oh. Schöner Name. Für eine Stadt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schöner Name für eine Stadt. Stadt der Schweine. Das ist, muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, dieser Name. Ah, geil. Wieder einfach mal ein Dings. Ah ne, das ist ein Hund. Wollte gerade sagen. Wieder einfach mal ein. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Ich wollte gerade sagen, wie einfach mal hier ein Wolf rumrennt, aber das war ein Hund. So, bin ich ja mal gespannt. Nee. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann.
Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Geld? Gib mir oder leb mit den sagte, sie bezahlt dich später. Ach komm, bezahlen wir. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Komm, das machen wir schnell mal, ne? Ich meine mal. Wer weiß? Machen wir uns ein bisschen an Odessa ran. Vielleicht kommt es ja doch noch zum IUIU. Ich sag extra IUIU für die Leute, die denn doch etwas jünger sind und das, ich sag mal, ne? Dementsprechend noch nicht wissen, was damit gemeint ist. Wobei, das eigentlich dürfen sie mein Let's Play ja eigentlich auch gar nicht sehen, ne? Wenn man es so nimmt. Weil wir das Spiel ist erst ab 16. Was war das denn? Regelager! Diese Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaras. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und? Na komm. Reden wir mal mit ihr. Ne? Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Darum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Jemand, dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Hör auf, nur an dich zu denken. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Oh. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Zeig mir, was du damit meinst. Warum gehen wir nicht hinein und du zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch. Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Ich find's interessant, ne? Weil rein theoretisch, ne, so machen wir uns jetzt schön grad an sie ran. Ne? Hä? Hey? Was ist jetzt? So, das sind Teile, die schon eine Gravur drin haben. Ich habe mich schon gewundert. Oh. Nett, Gesamtrüstwert. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, kleiner Chambert. Kampfarmschienen des Agamemnon. Das gefällt mir. Kann der dann weg? Ne? So. Da habe ich auch nur noch das. Da habe ich auch nur noch das. Okay. Wer weiß. Ne? Knickknack und so. Erstmal schön herstellen. So. Stellen wir auch gleich her, damit wir gleich das auch haben.
Ich war so glücklich, als Odessa wieder nach Hause kam. Ja, ja. Komm. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Natürlich. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Du wirst nie wie Odysseus sein. Ich glaub an dich. Komm. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Knickknack und so, ne? Vielleicht können wir... Naja. Lass uns unsere eigene Geschichte schreiben. Wir sollten gemeinsam lesen. Vielleicht könnten wir... Du weißt schon, was ich gesagt habe über Odysseus als guter Liebhaber und so. Ha! Ich dachte, du wärst in der Hinsicht viel direkter. Und selbstsicherer. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du findest, stammt vom Anführer von Nikolaus. Ne? Es muss Beweise dafür und so geben, was er vorhat. Ich finde es interessant, dass das bei der klappt. Dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich stotte dem Haus des Anführers, Mann. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Such ab. Okay, wonach muss ich suchen? Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Hm. Ich finde den Beweis, wie auch immer er aussehen mag. So. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Assassin's Creed Odyssey. Tschüss, ciao, euer Lovers Kisan.